So, grüß euch. Ich darf euch wieder einladen zu einer neuen Rezeptur. Muttertag ist vor der Tür. Da haben wir mal überlegt, was können wir für unsere Mütter machen. Die haben sich natürlich das Beste vom Besten verdient. Und eine Torte kann man auch immer brauchen. Darum habe ich mir überlegt, wir machen heute Biskuit Holunder Erdbeertorten mit einer Mascarpone-Fülle drinnen. Und dazu brauchen wir einmal einen Biskuitboden in einer normalen Springform drinnen. Ich habe jetzt vorbereitet einen Vollkorn-Biskuitboden. Dann brauchen wir unser Quimic Classic, zwei Backel. Dann brauchen wir einen Mascarpone. Dann brauchen wir ein bisschen Sahne. Dann brauchen wir Zucker. Ein bisschen was von der Zitronenzeste. Eine Vanille. Und als Einlag geben wir rein dann unser Löffelbiskuit. Das dunkeln wir nicht in Kaffee, sondern das marinieren wir mit einem Holundersaft, mit ein bisschen einer Zitrone drinnen und mit ein bisschen Wasser gestreckt. Machen einen Aufbau wie bei einem Tiramisu. Und obendrauf garnieren wir das Ganze dann mit ein paar schönen Erdbeeren und mit einem Tortengelee. Das werden wir nachher einfach das Ganze die Erdbeere überziehen. So, wir fangen jetzt einfach an wiederum. Wie immer mit unserem Quimic Classic, das könnt ihr natürlich auch in einer Maschine aufschlagen oder mit der Hand, wenn es bei Raumtemperatur ist, wenn es richtig gelagert ist, braucht es eigentlich gar keine Maschine dazu, sondern dann geht das ganz, ganz schnell und einfach. Erstens einmal aus der Packung raus, sehen wir da, dass das einfach geht. Und dann nehmen wir mal zwei Backel von unserem Quimic Classic. So, das schneiden wir da oben auf, drucken das raus. So, dann seht ihr, dass das innen drinnen total sauber ist, da bleibt nichts drinnen, geht wunderbar aus der Verpackung. So, dann nehmen wir das einmal glatt. So. Wenn das bei Raumtemperatur ist, ist das ganz schnell und einfach zum Glattrühren. Ein guter Tipp, da ist gleich ein Zucker dazu, dann geht das noch einmal einfacher. Und schon haben wir das im Glattrühren. So. Jawohl, fertig sind wir da. So, dann nehmen wir ein bisschen Zitronen, Bio-Zitrone, natürlich zuerst gewaschen, nicht ganz klar. Reihen wir da ein bisschen Zitronenzeste rein. Den Rest von der Zitrone nehmen wir nachher für den Holundersaft, dass wir dort ein bisschen Säure reinkriegen, ein bisschen Frische reinkriegen. So. Wunderbar. Dann tun wir unseren Mascarpone dazu. Rühren das Ganze dann wieder glatt. So, das geht ganz einfach. Ihr seht, ihr könnt das ohne Maschine auch rühren. Wenn es euch aber leichter tun wird, könnt ihr das natürlich auch mit einer Küchenmaschine oder mit einem Handmixer ganz einfach und schnell parieren. So, da haben wir jetzt unser Quimic, unser Mascarpone im Zucker drinnen. Jetzt tun wir noch ein bisschen Vanille dazu. Ja. Ein bisschen zu wenig abgeschnitten. So, ein bisschen Vanille dazu. So, rühren das Ganze um. Da tun wir jetzt bewusst keine Zitronen dazu rein, sondern nur die Schalen. Weil den Zitronensaft mischen wir dann mit dem Holundersaft und dann kriegen wir mit der Holundersaftmarinade dementsprechend und der Zitronensaft dementsprechend die Frische rein. So, das stellen wir jetzt da auf Seiten. Dann schlagen wir uns schnell die Sahne auf. So, da haben wir jetzt da 150, in etwa 150 Gramm Sahne. Das heißt, wir haben zuerst 500 Gramm Quimic glatt gekriegt, dann haben wir ca. 350 Gramm Mascarpone dazu da, 90 Gramm Zucker dazu da, ein bisschen Zitronenzeste, ein bisschen Vanille. Und da haben wir jetzt in etwa 150 Gramm Sahne. Die schlagen wir uns schnell auf. So. Und das ziehen wir dann drunter und schon sind wir im Prinzip mit unserer Mascarpone-Fülle fertig.
Also wie gesagt, überhaupt keine Hexerei. Und für unsere Mütter zum Muttertag soll ja das Beste gut genug sein. So. Das schlagen wir gar nicht ganz fest, sondern das schlagen wir so drei Viertel, dass sie nachher auch schön zum Unterziehen geht. Dass, weil wenn sie es zu sehr überschlagt, dann kann das leicht passieren, dass sie dann ein bisschen ausflogt. Und das wollen wir ja vermeiden. Oder? Wenn ihr jetzt da schaut, der kommt schon schön, ein bisschen noch, und dann können wir schon aufhören, dann haben wir im Prinzip unsere Sahne schon fertig. So, wunderbar, passt schon. Dann können wir das wieder hernehmen, nehmen wir wieder unsere Mascarpone-Fülle her. Dann da die Sahne dazu. So. Ziehen wir das Ganze da drunter. Jawohl, super. Schöne Konsistenz, locker, weich. Da brauchen wir jetzt auch keine zusätzliche Gelatine dazu, weil die zwei Backel Quimig, das Klassik, das Quimig Klassik, bindet uns das wunderbar an und macht eine perfekte, schnittfeste Konsistenz. Also das können wir uns im Endeffekt, die Gelatine können wir uns im Endeffekt komplett sparen. So, jetzt nehmen wir wieder unsere Springform her, da sehen wir, da haben wir unsere Springform drinnen. Da gehen wir her und tun jetzt eine Marmelade drauf, und zwar eine Marillenmarmelade. Die habe ich jetzt da selber gemacht, weil wir haben ja draußen einen schönen einen Garten und da haben wir einen Marillbaum. Und das gibt natürlich eine perfekte Marillenmarmelade. So, die pinseln wir jetzt einfach da ein bisschen drauf. Jawohl, wunderbar, dass wir da ein bisschen was, da können wir ruhig ein bisschen was, ein bisschen mehr drauf tun, da braucht es nicht unbedingt sparen, dass wir das da schön verteilen, weil die Marillen gibt natürlich auch dementsprechend ein gutes Geschmackel dazu und dass wir das dann perfekt haben. So, da noch ein bisschen, das dann mal schön einpinseln. Wenn die Marillenmarmelade zu fest ist, dazu soll ganz kurz erwärmen. Dann kannst du das wunderbar mit dem Pinsel schön verteilen. Und damit ist das schön eingestrichen. Da sieht man noch einmal. Ein oder anderer Tipp, vielleicht sieht man es jetzt auch im Video. Ich habe da einen Rand von der Tortenfülle mit einem Backpapierstreifen ausgelegt, damit wir es nachher leichter lösen können. Und da haben wir einen wunderschönen Abschluss dann bei der Torten, ohne dass man da mit dem Messer reinfahren muss oder rausschneiden. So, da machen wir wieder zu. Jetzt machen wir unsere Marinade mit Holundersaft. So, das stellen wir da hinten her. Das rufen wir auch noch so. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen Holundersaft. So. Schneiden die Zitronen auseinander. Ah, wunderschöner Bierzitronen. Da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr nehmen, das kann ruhig ein bisschen eine gewisse Säurespitzen haben. Das ist überhaupt kein Problem. Also eher ein bisschen mehr als zu wenig. Und dann nehmen wir ein bisschen kaltes Wasser dazu. So, und schon haben wir unsere Marinade fertig. Für unsere Biskotten. Genau richtig. Nehmen wir dann ein bisschen Zitrone dazu, dann können wir rücken ein bisschen was dazu rein tun. So, verschwenden wir jetzt so. Wunderbar. Da haben wir dann unsere Erdbeer, die haben wir schon vorgeschnitten. Muttertag und Erdbeer ist einfach eine gute Kombination. Holunder, habe ich mir gedacht, der ist auch um die Zeit nachher, der fängt bei uns an zum Blieren und Holunder gibt dann also richtig den Touch dazu. So. Jetzt können wir uns die Ringform wieder her tun. Dann fangen wir da einmal an mit ein bisschen Fülle. Die verteilen wir da jetzt schön. Auch schön in die Fugen rein, dass das schön gefüllt ist, dass wir da keine Löcher drinnen haben.
Können wir ruhig noch ein bisschen mehr nehmen. Jawohl, so ist es richtig. So, und dann nehmen wir da unsere Biskotten und die lassen wir da drinnen jetzt richtig schön ein bisschen einweichen, dass die schön durchweichen können. Und dann legen wir die da einfach rein. Dann werden wir gleich ein paar mehr rein tun. Brauchen wir gar nicht so einzeln um und um tun. Dann lassen wir ein bisschen einweichen. So. Und die legen wir dann da einfach schön rein. Da müsst ihr euch dann dementsprechend, wenn es alle auf einmal rein tust, müsst ihr euch dann ein bisschen geschneiden, weil sonst werden euch die Biskotten zu wach. Aber so geht es gut. Ihr seht, da kann man die wunderbar reinlegen. Ein bisschen andrucken. So. Und dann haben wir da die nächste Schicht drauf. Ja, da können wir das Ganze nehmen. Umgefallen. Da haben wir noch drei Biskotten, die nehmen wir noch dazu. Dann sind die auch verarbeitet. So, die drücken wir da noch rein. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Da drüben haben wir auch noch was Stück frei. So, wunderbar. So, dann streichen wir das da oben wieder glatt. So, und ja. Da hole ich mir jetzt am besten so eine kleine Leitkarte raus. Mit der geht es ruckzuck. Jawohl. So, schon haben wir unseren Abschluss oben drauf. Ja, dann sehen wir dann noch einmal. Da schaut's. Schöne Fülle drauf, Mascarpone drinnen, vielleicht ein bisschen klopfen, dass das Ganze, dass die Luftlöcher, die restlichen Luftlöcher rausgehen. So, das können wir wieder auf Zeiten stellen. Und dann können wir schon anfangen mit dem Beleben mit unseren Erdbeeren. So. So. Da haben wir dann die Erdbeeren drauf. Die haben wir jetzt auch schon in der Zwischenzeit. Gibt es auch schon die ersten Österreicher zum Kaufen. Jawohl, ja, das wird sehen. Eure Mutter wird euch das danken. Ein super Kuchen zum Kaffee dazu oder zum Muttertag dazu. Ihr könnt den Kuchen natürlich auch als Snip in einer Herzelform machen. Lasst es ja auch wunderbar. Da gibt es so, wie die jetzt die Ringformen sind, gibt es auch so Herzelformen. Wenn man, die wunderschön hernehmen kann, dann hat es das gleich in Herzelform. Das kommt natürlich bei den Müttern noch besser an. Aber es geht auch in da unten, das ist überhaupt kein Thema. So, und dann haben wir das da dazu. So, aufpassen, nicht falsch hinlegen, dass das ein bisschen was gleich schaut. Das Beste gut genug für unsere Mütter. Und natürlich das Auge isst mit. Darum sollte man auch schauen, dass das auch vom Aussehen her eine nette Torte wird. So, jetzt sind wir schon fast fertig. Dann ein paar drauflegen. Auch schauen, wenn es die Erdbeere drauflegt, dass das in etwa eine gleiche Höhe ist. Weil umso leichter tun wir uns nachher mit dem Gelee beim Übergießen. So, die drucken wir jetzt alle in etwa gleich rein. So, wunderbar. Jawohl. So, und dann können wir schon da hinten anfangen. Ich starte jetzt dabei mit meinem Ofen. Da hinten habe ich das Tortengelee vorbereitet, ein rotes. Ganz normal, in jedem Geschäft
zum Grillen. Das ist ein halber Liter Wasser, zwei Backel von dem Tortengelee und ein bisschen Zucker drinnen. So, da schalten wir jetzt ein. Das lassen wir einmal kurz aufkochen. Und dann können wir schon vorsichtig anfangen, die Torten zu überziehen. So, dann können wir das da auch schon auf Seiten tun. Die haben wir da rein. Jetzt können wir da ins Waschbecken tun. Dann machen wir das da auch weg. So, das stellen wir mal da her, dass wir da ein bisschen mehr sehen. Das einmal kurz aufkochen und schon können wir nachher mit einem Löffel das vorsichtig drüber tun. Ein Tipp, am besten ist, wenn man die Torten über Nacht in den Kühlschrank rein tut, das heißt am nächsten Tag erst hernimmt, dann hat auch der Holunder und alles eine Möglichkeit, dass er sich schön reifen kann, dass sich der Geschmack schön entfalten kann von der Torten und von der Schnittfestigkeit her und so weiter hat sich auch wunderbar angezogen. Dass man, dann hat er überhaupt eine wunderbare Konsistenz und überhaupt kein Problem mit dem Ring rausnehmen und so weiter. Ja? Also man kann es gut am Vortag vorbereiten und dann am nächsten Tag zum Kaffee oder auch zu einem anderen Anlass, wenn die Mutter reinkommt oder sonst irgendwas, dann servieren. So, das lassen wir jetzt da kurz einmal aufkochen. Ihr kennt natürlich die Torten auch mal mit einem Erdbeerpüree überziehen, mit ein bisschen Zucker, ein bisschen Zitrone drin. Da gibt es auch so eine Richtlinie, auf 100 Gramm Erdbeerpüree, ein Blattl Gelatine oder eineinhalb Blattl Gelatine und ihr habt einen wunderschönen Erdbeerüberguss. Also ein Erdbeerpüree kann man natürlich auch anstelle von Erdbeeren nehmen. So, das da hinten hat jetzt aufgekocht. Ja, ein bisschen noch, dann sind wir gleich soweit. Und dann können wir schon die Torten fertig machen. Ist einmal ein bisschen was anderes. Der Holunder und die Erdbeer passen perfekt dazu. Mascarpone hat sowieso, man kennt es ja vom Tiramisu her, ist sowieso beliebt. Überall. So, das hat aufgekocht. Jawohl. Wunderschön, da schauen wir noch, dass wir da ein bisschen den Schaum noch ein bisschen wegkriegen. So. Und dann fangen wir da mal so vorsichtig an, das so drüber laden. Nicht alles auf einmal drüber tun, sondern dass das auch Zeit hat zum Abstocken. Damit haben wir auch keine Angst, haben wir auch kein Problem, dass sich das da unten drinnen verflüssigt. Jawohl. So. So. Schauen wir, dass die alle schön zugedeckt sind. Fertig sind wir, ab in den Kühlschrank und wir sehen uns später wieder, wenn man es dann anschneidet. Ich lasse jetzt da heute einfach mal so 3-4 Stunden drinnen. Wünsche euch bis dorthin eine gute Zeit. Wir sehen uns dann am Nachmittag wieder, wenn ich die Torten aus dem Ring raus tue und das Ganze dann anschneide. Also, pfiat euch dabei. Also, grüß euch. Jetzt sind 4 Stunden vergangen, 4 bis 5 Stunden. Wie ich euch schon gesagt habe, jetzt werden wir die Torten aus den Ringen raus tun. Und jetzt seht ihr da, jetzt mache ich mal den Ring da auf. Dadurch, dass wir jetzt da drinnen das Papier haben, kann man das da ganz leicht auslösen.
nach oben klebt es ein bisschen. So. Jetzt ziehen wir da auf der Seite das Papier ab. Und schon haben wir das da heraus schön ausgelöst. So, da streichen wir jetzt ein bisschen was da ein. Und jetzt da schneiden wir das Ganze an. Ja, perfekt. Das lässt sich ja schneiden. Ohne irgendeine Gelatine, irgendwas drinnen. Ganz perfekt zum Außennehmen. So, dann fahren wir da unten einmal rein. Da, schaut euch einmal das an. Das schaut ja perfekt aus. So, also, jetzt haben wir unser Erdbeer-Mascarpone-Holunder-Torte unten mit einem Vollkornbiskuit. Das ist die richtige Torte für euch am Mutter zum Muttertag. Lasst es euch schmecken. Ich auf alle Fälle, wir es jetzt einmal probieren. Mal. Schöne Holundernoten, leichte Säure, perfekt. Also, bis zum nächsten Mal, pfiat euch.